Can hat das natürlich, glaube ich, muss er die Chance machen in der 50. die er sich sehr gut erarbeitet, hat es ganz ordentlich gemacht. Ja, ich finde immer, du musst als Trainer auch die Geduld haben und natürlich, wir können jetzt da keine riesen Schritte erwarten. Er hat extrem wenig Rhythmus, war lange weg, 8 Wochen wegen gefühlt, oder ja, es waren glaube ich sogar 8 Wochen wegen Corona gefehlt, davor in der Hinrunde auch eine kleine Verletzung gehabt, spät gekommen nach Leipzig, wenig Trainingseinheiten. Und der wird halt jetzt kleine Schritte machen müssen, um immer näher sich ranzukämpfen an eine mögliche Startelf-Nominierung, an die, seine ersten Tore dann auch in der Liga und so weiter und so fort. Das werden kleine Schritte werden, da muss er die nötige Geduld haben und genau das Gleiche gilt auch für mich. Aber heute war es wieder ein kleiner Schritt, hat er ordentlich gemacht. Natürlich, wie gesagt, das Tor muss er schon machen in der Situation, aber er hat ihn jetzt auch nicht mit Absicht vorbeigeschossen und demnach werden auch da die Tore hoffentlich bald folgen. Er hat so ein bisschen Schmerzen im Sprungling angegeben, konnte heute die Aktivierung nicht richtig mitmachen. Und ja, er hat gestern oder die letzten 2 Tage immer mal so einen kleinen Schlag auf sein Sprunggelenk gekriegt, wo er ja die Probleme hatte, deswegen er mal 4 Wochen ausgefallen ist. Und es tut ihm weh und deswegen stand nicht zur Verfügung. Kann ich aber jetzt noch nichts sagen für Samstag. Weil heute ging die Aktivierung nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass für Samstag auch eng wird. Aber das werde ich dann nochmal mit ihm besprechen. Ich fand, ja, dass wir in der ersten Halbzeit Probleme hatten, hinten rauszukommen. Wir haben die Spieleröffnung nicht ganz so gut gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Hatten da ja schon 2 relativ große Chancen gegen uns, waren im Gegenpressing und auch im Pressing 2-mal hoch und auch schon aktiv, aber jetzt nicht in der letzten Konsequenz. Da hat Bochum sich teilweise spielerisch sehr gut befreit, finde ich. Und es waren dann schon weite Wege, die wir oft zurückverteidigen mussten. Da war das Spiel relativ offen, klar, wir dann mit dem Pausenpfiff 2-0 geführt. Aber es war, so wie dann über das ganze Spiel, finde ich, das Ergebnis schon einen Tick zu hoch. So überlegen waren wir nicht. In der 2. Halbzeit war es dann etwas klarer, finde ich. Da waren wir schärfer, haben nicht mehr so viel zugelassen, haben auch im Gegenpressing das besser gemacht, haben ja auch dann nach der Einwechslung von Dani, finde ich, der top reingekommen ist, haben wir das gut gemacht und haben noch ein paar Chancen rausgespielt und eben nicht mehr so weite Wege gehabt im Nachverteidigen. Am Ende ist immer, ja, geht es im DFB-Pokal darum, wie auch in der Liga, die Spiele zu gewinnen, das haben wir gemacht. Deswegen sind wir zufrieden mit dem Weiterkommen. Ich wünsche Bochum, dir Thomas, viel Erfolg fürs Aufstiegsrennen. Haben wir vor dem Spiel schon ein bisschen quatschen können. Alles Gute in den nächsten Wochen. Bleibt spannend bei euch und bei uns in der Liga genauso.